Hallo liebe Menschen, heute eine kurze Ankündigung für unser Hofseminar. Wir werden tatsächlich das erste Mal ein Therapreta-EM-Seminar hier direkt bei uns auf dem Hof abhalten. Bisher hatten wir immer Seminare im Bangliner Garten oder in anderen Einrichtungen und das wurde mit der Zeit immer komplizierter, Corona und sonst was. Jetzt versuchen wir es mal einfach bei uns auf dem Hof und kochen auch selber ein bisschen. Das heißt, es wird diesmal ein Tag sein, Samstag, der 10. September. 75 Euro kostet das, inklusive Verpflegung. Es wird mindestens Kürbissuppe und selbstgebackenes EM-Brot geben und die Kürbisse können wir gleich nochmal rüberschwenken, wie die schon schön aussehen. Und wir fangen um 9 Uhr an, Frühstück und schon Austausch bis ca. um 10. Dann um 10 der Theorieteil, sprich werden wir über EM und Therapreta, Geschichte, Biologie, Physik, Chemie, also die Zusammensetzung der Therapreta, aber auch die Grundlagen von EM besprechen. Fragen jederzeit, ne? Also es ist nicht so, dass man sich da zurückhalten muss, es ist ja nicht wie im Video. Wenn sie da sind, dürfen sie alles loswerden und fragen, keine Ahnung, wie mache ich das mit meinen Ziegen, wie mache ich das mit meinen Tomaten. Das können wir alles genau klären da. Das ist dann auch immer schön für die anderen da zu hören, was es da noch so für Ideen gibt. Ja, dann Vormittag noch eine kleine Praxisrunde, werden wir einen Stapel Kompost anlegen und EM-Ausbringung im Garten sprühen, einzuziehen, wässern damit oder gießen. Dann gibt es Mittag, die angekündigte Kürbissuppe und dann, alles findet hier bei uns im Garten und in den Räumen statt. Das heißt, man sieht auch, wie wir EM vermehren, man sieht, wie wir Hochbeet, Garten angelegt haben, wie wir den Kompost hier haben dann gibt es Mittag, dann machen wir eine Praxisrunde, das heißt Bokashi ansetzen, EM ansetzen und dann Kuchen wissen wir noch nicht so genau, aber auf jeden Fall EM-Kaffee und Tee. Und dann werden wir hier zum Beispiel unseren Erdkontiki werden wir abschließen mit selber Holzkohle herstellen im Erdkontiki. Mit einem kleinen Feuer, das man dann immer wieder aufbaut und dann locker an einem Nachmittag hunderte Liter Holzkohle herstellen kann. Ja, im Hintergrund eine Sache, die wir dann auch erklären werden, aber nicht machen werden, weil das viel, viel Arbeit ist, Hochbeet. Und wo meine Kamerafrau, die Ellen, gerade rüberschwenkt auch und dann rübergeschwenkt hat, unsere Milpa, die dieses Jahr sehr gut aussieht, die drei Schwestern, Mais, Kürbis und Stangenbohnen. Ja, da werden wir auf jeden Fall nicht verhungern, wenn wir hier die Verpflegung mal auf dem Hof übernehmen. Wir freuen uns auf Sie. Kommen Sie vorbei.